Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem trojanischen Pferd. Als man die Stadt Troja wollte, man konnte sie einfach nicht überwinden, kriegerisch. Dann hat man raffiniert ein großes, ein gewaltiges, ein haushohes Pferd aus Holz gemacht. Man wollte ihnen ein Stammbild schenken, ein Geschenk machen. Und in das Pferd wurden Krieger hineingesetzt. Denn man kam einfach nicht in die Stadt hinein. Die Stadt war berührt, der Feind jetzt doch dann abziehen wird und ihnen ein so gewaltiges Geschenk, ein Stammbild für die Stadt gibt. Mit Freuden haben sie es in die Stadt hineingezogen. Über Nacht öffnete sich das Pferd unten und das Kriegsheer kam da heraus. Das geschieht jetzt. Mit Freuden die Politiker, Papst und Bischöfe sagen, kommt herein nach Europa, kommt. Nicht die Leute sind die Feinde, aber ihr Glaube ist der Feind. Muss ich noch mehr sagen, was in welcher Gefahr ist? Das ist kein christliches Abendland mehr. Das ist schon lange nicht mehr. Der Heiland sagt eher, was die Kirche anbetrifft, das furchtbare Wort, eine Kloake. Leute, wir müssen beten. Wir müssen christlich leben. Aber es ist klar, in dieser Finsternis wird natürlich jedes Lichtlein, das wir alle sein sollten, jeder für sich, der Böse erzürnen, der momentan das Zepter schwingt auf der Erde. Und wenn da sich getraut, ein kleines Lichtlein noch, eine Kerze noch brennt, das ist natürlich der unglaublich Stolze, beleidigt und er wird alles versuchen, dieses Licht zu löschen. Nun, heute ist es Allerschlimmste, weil ich behaupte, dass wir gar nicht mehr das christliche Abendland sind, mit dem wir uns immer wieder brüsten wollen. Sonst würden wir nicht sagen, wir sollten ja, es hat geheißen, geht in alle Welt, lehrt alles halten, was ich euch geboten habe, und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Heute heißt Religionsfreiheit, nichts dem anderen dagegen tun, alle sind da willkommen und da bauen sie in, ja, wo der Pater Pio gelebt hat, ein Riesenhaus. Und noch an anderen Orten Riesenhäuser, wo alle Religionen zusammenkommen dürfen. Begreift ihr? Begreifen die Menschen das noch nicht, was da los ist? Christliches Abendland, Kulti-Vulti oder wie das heißt, Multikulti. Es ist furchtbar. Da geschieht jetzt schon so viel unter denen, die da hereingekommen sind. Man verschweigt es nur. Polizei von der Politik aus muss schweigen. Vergewaltigung und allerhand geschehen jetzt schon. Schlägereien, Demonstrationen. Die, welche hereinkommen und in der Schweiz sein wollen, oder Deutschland, Österreich, wo auch immer, machen Demonstrationen und werfen gegen die Polizei in dem eigenen Land dann Steine und wollen aufgenommen werden mit dem Land. Ja, also, hör mal.
Ist das richtig? Da, eben, die haben eben schon das Multikulti-Religionen da, die einfach gewohnt sind, Demonstrationen zu machen, Schlägereien und weiß ich was. Ja, na dann. Kommt die Zeit, wo ihr Männer Angst haben müsst um eure Frauen. Umgekehrt auch. Und dabei ist es doch so schön, Gott zu lieben. Im größten, größten Weh. Und wenn man nicht kaum recht schlafen kann, ist man doch glücklich. Man weiß, ich bin von Gott geliebt. Und ich liebe dich, also Gott. Und das ist die einzige Kraft, die ihr haben müsst in Zukunft. Und natürlich die Sakramente, die Heilige Schrift im Haus, geweihte Sachen. Und, naja, ich kann ja nicht für mich selber reden, aber ich wurde sagen, vertraut dem, der Gott euch gegeben hat, als Bischof.